Sandy, was hast du mit dem Pferd gemacht? Das rannte gerade etwas verschreckt. Ich hab's verschreckt. Ich suche es gerade. Wo ist es denn hin? An mir vorbeigerannt. Ja, wo bist du? Oh. Jetzt sind die hinterher. Jetzt kannst du es vergessen. Was baue ich denn? Was lerne ich dann als nächstes? Was wäre denn sinnvoll? Also ich bin an unserer Base. Hier ist es an mir vorbeigesaust. Und da hinten läuft es jetzt mit den Hyänen rum. Die ganze Zeit. Ja, diese jetzt zu uns hinführt. Entschuldigung. Ich bin doch wohl ein bisschen stärker erkältet, als ich dachte. Ja. Männergrippe. Gestern haben die mich in Ruhe gelassen, beziehungsweise von mir abgehauen. Boah, jetzt haben wir diese scheiß Köter genau bei uns vor der Base, ey. Ja. Ich hasse diese abgekackten Hyänen. Und sie zerstören unser Haus. Really? Komm doch gleich wieder. Versuch was. Ja, geschafft. Scheiße, mitgestorben, aber ich hab sie aufs Try gelockt. Hm. Jo, gut. Und ich kann nicht mehr im Bett spawnen. Ja, weil... Ich wurde eben erstmal von der Spinne gekillt. Ja, ich wurde jetzt schon zweimal von der Hyäne gekillt. Wo bin ich? Hier, wo ist das Pferd? Lass mal gucken, wo ich jetzt bin. Boah, der Ankylo sieht ja geil aus. Ich suche gerade das Pferd, das war doch hier irgendwo. Kann sein, dass Holzfoundations breiter sind als Stein? Nee, die sind alle gleich groß. Alle siehst gleich aber auch, wenn du die ersetzt. Ja, aber warum? Als ich sie jetzt aneinander gesnappt habe, waren die breiter. Okay. Wer reißt hier irgendwas ab? Nervt mich gerade übelst. Erik ist bei uns in der Base. Ja, ich seh's. Ich glaube, der hat die Hyänen weggemacht. Oh. Erstmal meine ganzen Sachen wieder genommen. Ich wollte irgendwas. Oh, er hat die am Hintern. Er bringt sie hier mit rüber, oder was? Nee, er zieht sie von hier weg. Oh Gott, guck mal. Voll die Agro-Viecher. So, jetzt bin ich endlich Level 15, ey. Dann jetzt hin mit denen? Drüben. Ach, da hinten. Hier hat schon jemand eine Eule. Warum lernen wir die ganzen Dingsangramme denn? Scott, ist mir auch aufgefallen. Die lernst du automatisch. Okay. Na, die Hyänen sind ja immer noch nicht weit weg. Aber aus Lehm kann man doch hier gar nicht bauen, oder täusche ich mich? Doch. Also mein Infostand war, dass es hier alles gibt, was es auch in den DLCs gibt. Okay. Also in allen. Baumlabor. Oh Mann, ey. Gibt halt auch, wie heißt, und hast du nicht gesehen. Es gibt ja die auch die verschiedenen Gebiete. Es gibt ja auch Wüste. Unterirdisch gibt es ja auch Aberration. Ja, das weiß ich. Ja, Vinci, wollen wir dann gleich einfach mal ein bisschen loswandern? Ja, ich würde aber gerne loswandern, wenn ich auch Pfeile habe. Nur dafür mich leveln. Wenn ihr loswandert, ich brauche einen weiblichen Rat. Kommt nicht bitte vorbei. Mhm. Ich komme gleich wieder hochgewandert. Ich muss noch ein Level machen. Ich weiß nur nicht womit. Ich brauche jetzt einfach noch ein paar Foundation oder so. Weil ich denke, das würde eigentlich ganz cool aussehen. Alter, das wird schon wieder so groß, glaube ich. Ja, wir werden jetzt auch irgendwann noch größer bauen, aber jetzt kann ich... Ja, ich wollte eigentlich diesmal nicht groß bauen. Wollen wir auch immer nicht, und dann wird es eine halbe Test. Ja. Ist das eigentlich dein, Baseboard, den du jetzt behältst, oder wirst du irgendwann umziehen, Devo? Ich denke, ich werde den behalten, weil ich hier eigentlich recht schön bauen kann. Ja, ich bin auch schon überlegen, ob wir den behalten. Weil wir hier unten, wo wir sind, wie viele Basen sind eigentlich erlaubt? Tatsächlich weiß ich es noch nicht. Hm? Was? Du weißt nicht, wie viele Basen erlaubt sind? Ob man einen oder einen Außenspot da haben darf? Ja, natürlich, du kannst so viele Basen haben, eigentlich theoretisch, wie du willst. Okay, cool. Vinci. Ja, ich würde sagen, dass wir uns erstmal hier ein bisschen aufbauen und dann eventuell, wenn wir fliegen können und was schießen können, Holz sammeln. Wo? Dass jemand nicht hinkriegt zu sagen, wo sie ist. Wo? Ja, wie soll ich das denn sagen? Dritte Laterne rechts? Ne, vierte Laterne links. Achso. Warte, ich gehe jetzt wieder zum Wasser. Muss eh schon mit trinken. Du weißt doch da, wo Benny gebaut hat. Ja. Oben drüber ist das so ein dunkler Fleck in so einem Tor. Da liegt ein Archie. Da oben hat der... Ah, guck mal. Da oben hat der... Kevin gebaut. Ich hab den Namen. Danke. Kevin ist halt ein Allerweltname. Boah. Wie sie mich disst. Ich bin doch so sensibel. Hart gedisst. Ich bin doch mega sensibel. Ich bin richtig sensibel, ich bin... Heul doch. Und daher heul leise. Ich hab keinen Bock morgen zu arbeiten, hab ich das schon mal gesagt? Ja, glaube ich dir. Ich bin so froh, dass ich morgen auspennen kann. Hier, das meinte ich, das meinte ich vorhin in der einen Folge. Ich bin einfach nur noch durchgehend müde. Ja, ich auch. Das Problem ist, ihr kriegt das jetzt gerade mit, oder beziehungsweise was ich erzählt habe, oder auch jetzt im Gruppenbett, wie lange ich teilweise arbeite. Ja. Zum Beispiel vorgestern war das bis... Nee. Okay, ich habe noch gar keine Tiere, um Petri tot zu machen. Wir haben auch noch gar nichts. Nicht mal und wenn ich dann abends bis um 9, halb 10, 10 arbeiten muss, und dann erst zu Hause bin, dass ich dann kaputt bin, ist auch normal. Ja. Und wenn ich das 5 Tage die Woche habe und dann samstags noch bis um 12 meistens arbeiten muss, das ist einfach ein Knockout. Too much für Kevin. Nee, too much nicht, aber du hast einfach, dir fehlt dieser eine Ruhetag. Ja. Der Samstag, den du dich erholen kannst, fehlt dir. Ja. Weil das sind dann, ich fahre ja auch morgens immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Du glaubst gar nicht, wie diese langen Tage auch mit dem Fahrrad, wie das schlaucht. Ja, natürlich, glaube ich dir. Das ist einfach nur... Ja, Kevo hat's nicht leicht. Letztes Jahr konnte ich ja wenigstens noch mit meinen Arbeitskollegen fahren, da war noch mein Nachbar. Jetzt ist er auch nicht mehr mit meinem Nachbar, jetzt ist er nicht mehr mein Arbeitskollege, weil er gekündigt hat. Na toll. Das habe ich also doppelt Arschkarte. Ja. Das muss ich jeden Morgen mit dem Fahrrad fahren, egal bei welchem Wind und Wetter. Ey, das ist... Oh, hier klebt ein Enforcer an der Wand. Und Warum verdurstet man 90% hier auf dieser Map? Level 4. Weil es zu heiß ist. Ja. Soll das jetzt überhaupt die Erde sein? Ja, ist es. Devo, wo steckst du? Ich bin jetzt oberhalb vom Erik und den anderen. Ja, ich laufe dir eigentlich die ganze Zeit hinterher, aber du siehst mich irgendwie nicht. Hey, du Halbnackter, hinter dir! Wenn ich dich gleich haue, bist du selber schuld. Na da. Hallo. Ich muss trinken, ich hab Durst. Ja, hier vorne kannst du auch trinken. Ich weiß. Was weißt du, was ich gerade mache? Trinken. Das ist meine Base, oder das wird meine Base. Ich weiß, da war ich schon drin. Ja, ich will den Wasserfall hier komplett mit einbauen. Echt? Hm? Der Biber geht mir auf den Sack jetzt schon. Und da baue ich halt einen kleinen Rad. Ich habe jetzt... Habe ich noch eine Foundation? Ne, ich habe keine Foundation mehr leider. Oh. Aber ich habe noch genug das hier. Dann kann ich mal eben eine Foundation bauen. Da. Ich würde das gerne... Eigentlich hätte ich es gerne als kompletten Übergang. Ja, mach doch. Aber mein Problem ist... Also, so wie es jetzt ist, ich finde, sie sieht schon gut aus. Aber ich hätte das hier quasi gerne als Eingang. Wenn du reinkommst, also direkt auf diesen Wasserfall schaust. Mein Problem ist das hier. Der Höhenunterschied. Ich möchte das komplett dicht bauen. Dann wirst du es aber dicht bauen. Hm? Dann wirst du es aber dicht bauen müssen. Aber so ein krasser Höhenunterschied ist das gar nicht. Nee, ist es auch nicht. Du merkst ihn ja gar nicht, aber wenn du gehst. Das Ding ist einfach, da wo du jetzt drauf stehst, ist höher als das hier. Das siehst du ja auch. Ja. Das ist einfach nicht mal raus. Weil, guck mal, wenn ich jetzt hier so mache, es sieht ja nicht schlecht aus. Ja. Wenn ich jetzt einfach hier... Ja, guck mal, aber hier der Höhenunterschied stört dich nicht, oder was? Der ist so minimal, außerdem kommt hier eh gleich noch... Der hier auch. Hier kommt ja gleich noch eine Wand hin. Ich habe ja geplant, dass... Hier... Das wird ja auch so minimal. Ich habe ja geplant... Ist egal, Vinci. Ja? Du musst auch mal hier rüberkommen. Devo braucht deine Meinung. Ich würde ja gerne so. Die nehme ich gerade aus. Gold, 156 Blätter. Guck mal hier. Ich habe das scheiß Pferd gefunden. Ja. Ups. Hier, ich möchte das so dann dicht bauen. Ja. So, mit der Schrägen. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Na, und das auf der anderen Seite kommt halt eine Gerade hin. Da kommt keine Schräge hin. Ich passe mich halt jetzt ein bisschen diesen Gegebenheiten an. Du bist nicht stubenrein. Was? Da ist was eingeschissen. Das war irgendwie, das warst du. Nein, das ist dein Viertel. Ich hab doch eben gerade irgendwo gesehen. Devo, kann man bei dir trinken? Ja. Gut. Bei mir gibt's mehr als genug Wasser. Wer ist Cloud? Cloud. Laut. Wo? Im Chat. Weiß ich nicht. Ja, kann ich nicht sagen. Ich kann ja mal gucken, wer im TS noch ist. Benny. Okay. Hier unten liegt eine tote Schildkröte. Benny oder Dantex? Hast du gefunden, Benny? Ja. Ah. Ja. Was sagst du dazu? Hier. Guck mal. Hm? Hier. Also diese Plattform als diese Plattform. Und ich würde das hier gerne als Eingang benutzen. Und das siehst du ja auch an den Holzfoundations. Hier unter geht ja normalerweise das Wasser durch. Und ich würde das hier gerne, ich würde jetzt hier gerne irgendwie den Eingang draus machen. Wenn reinkommt, boah, krass, Wasserfall. Ich weiß es nicht. Ne, ich weiß es nicht. Schade. Aber ist auch egal, da baue ich nur ein Dings drin. Doch schnell. So eine Wasserleitung hin. Was mich, und ich würde es ja gerne schräg zubauen, so wie du es jetzt hier siehst, bei denen hier. Hier. Mhm. Nur, dass das hier nachher alles Glas wird. Wie vorne die vordere Front. So ungefähr, ja. Ich war tatsächlich überlegen, das sogar hier eigentlich als Grundstandpunkt zu nehmen. Mhm. Also einmal hier so. Ja. Aber ich habe keinen Bock, ganz unten auf die Base zu schauen. Ja, das stimmt. Ich meine, es würde auch gut aussehen, wenn man hier oben das schön dicht baut und ein bisschen schick macht. Nein, aber ich denke, der Wasserfall passt einfach besser, wenn man in der Bude reinkommt. Was? Wo? Doch. So. Warum fliegt auch eine Drohne? Also was meinst du? So lassen oder? Und doch irgendwas ändern? Also ich würde so lassen. Ja, also den Wasserfall mit einbauen finde ich geil. Würde ich vielleicht auch machen. Und das dann so schräg, wenn du jetzt hier einen Eingang machen willst. So, und dann gehst du hier so durch die Base, finde ich echt ganz geil. In schräg. Das Beste ist, kannst du aus dem Wasser ausgehen. Nein. Nein, kannst du nicht. Oh, haben wir gerade probiert. Da wird ja auch mal wieder Zeit. Ja, ich meine, als das kann man sie tatsächlich benutzen. Ich gucke. Aber du kannst durch den Wasserfall komplett durchlaufen. Ich muss mal gucken, ob das klappt jetzt mit den Holzpillern. Jetzt da würde ich mein Bett reinstellen, um ehrlich zu sein. Ja, so. Beim Wasserfall. Genau, da fehlt noch eine Foundation. Ja, weiß ich. Aber ich habe nicht gedacht, dass es geht so. Dann würde ich das Bett hier hinterbauen, das stimmt. Dann hast du da wie so eine Tür eigentlich. Kannst dich hier hinlegen. Aber du darfst mich stören. Ja, und wenn du morgens aufstehst, ja, das ändert sich ja jetzt. Es wird ja dann am Ende so sein. Ja, genau, mit Pillar ist immer besser. Ja. Mach so. Doch ein bisschen mehr her. Das denke ich auch. Das Problem ist, Frage ist, möchte Kevo gleich mit wandern? Ich baue viel mit Pillar. Was? Möchte Kevo gleich mit wandern? Ich habe ein Standbild, warum habe ich ein Standbild? Wird das sein halt so? Ach scheiße, das klappt gar nicht. Warum klappt das nicht? Geklappt. So, ich brauche gerade schon mal eine Schmelze, ne? Oh, krass. Oh, das leckt gerade wieder richtig übel hier. Warum leckt das? Ja, es leckt bei uns heute Abend schon irgendwie ziemlich oft. Gestern hat krass. Mädels, ich werde euch auch gleich wieder verlassen, weil ich glaube drüben im AMTS wartet noch jemand auf mich. Ich glaube, und die habe ich gerade total vergessen. Okay, wo schämen dich. Da drüben wartet wirklich jemand auf mich. Das ist mir gerade wieder eingefallen. Wie hast du denn das eigentlich so schräg? Was? Die... so schräg? Sound Foundation. Ah. Weil, siehst du, warte, pass auf. Ach, du hast die Sound Foundation auf die normale Foundation, oder? Ah, ja, ich seh's. Weil jetzt hast du... Ja, das ist gut. Ja, und das sieht man natürlich nicht durch dieses, durch den Zement hier oder so. Asphalt, wie auch immer. Genau. Ja, ja. Ist, aber jetzt, irgendwie kann ich jetzt gerade nicht setzen, ich weiß auch nicht warum. Ich jetzt kann, er hat die Zaun Foundation nicht vernünftig angesnappt. Dafür, dass du so wenig Zeit zum Spielen hast, hast du aber schon längere Haare als ich. Ich stand gestern, glaube ich, schon eine Stunde rum alleine. Weil ich in der Zeit mit Axo und mit Dichti geredet habe. Ach so. So macht er das. Und das Problem ist, ich verstehe gerade nicht, warum meine Sound Foundation nicht an der anderen Sound Foundation ansnappt. Keine Ahnung.